Was? Was für diese Tour für Listen, baby, what I say. You know that there is no one else. All I want is that you stay. Leute, was geht ab? Ich hoffe, euch geht's gut. Meine Haare sind on fleek. Heute habe ich ein ganz besonderes Video für euch. Das ist so eine Art Vlog, aber auch irgendwie nicht. I don't know. Ich kann es selbst nicht definieren. Heute geht's für mich in die Türkei. Und meine Schwester ist auch dabei. Hat sie das gereimt? I don't know. Und wartet, ich muss schnell meine Haare machen, sonst bringt meine Mama mich nämlich um. Und meine Schwester fliegt heute das allererste Mal. Und irgendwie dachte ich, es wäre ganz cool, wenn ich das filme so, wie sie sich so fühlt, ob sie Angst hat, was sie so für Fragen stellt. Weil ich denke, einige von euch sind bestimmt auch noch nicht geflogen. Wenn ihr schon mal geflogen seid, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wohin. Ich persönlich... Was? Also ich persönlich bin das erste Mal nach Paris, glaube ich, geflogen. Und da war ich so 9 oder 10. Und dann bin ich nach Ägypten geflogen. Und dann erstmal gar nicht mehr. Und dann halt erst wieder, als ich mit YouTube und so angefangen habe. Da hat mich dann eine Firma nach Berlin zu Glow eingeladen. Wirklich sehr, sehr gespannt. Ich werde euch alles in der Türkei auch mitfilmen. Euch auch sagen, wieso wir dort sind. Also ich kann es ja schon mal sagen, wir sind wegen einer Schönheitsoperation dort. Und ja, ich bin echt gespannt, wie das so wird. Und was ihr so sagt und so. Meine Lieben, ich bin jetzt unten und meine Schwester sitzt vor mir. Die sagt gerade zu mir... Ich habe letztens erst einen Film gesehen, wo ein Flugzeug abgestürzt ist. Ich weiß euch, Leute, ich habe eigentlich keine Flugangst. Ich bin kein Mensch, der da Angst vor hat. Aber die macht mir Angst. Die ganze Zeit mit ihren Sachen, die sie da erzählt. Ja, was für das Flugzeug abstürzt? Ich habe letztens erst einen Film gesehen, wo eins abgestürzt ist. Eigentlich mache ich mir über sowas nie Gedanken, weil das eigentlich, weiß ich nicht, denke nicht drüber nach. Aber da meine Schwester jetzt die ganze Zeit drüber nachdenkt, denke ich auch drüber nach. Fühlst du dich? Nicht so toll. Hast du echt Schiss? Ja. Ja, ich glaube, wenn wir in der Luft sind, da kann uns keiner und dann auch noch 5 Stunden. Ich glaube, 4 Stunden fliegen wir, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich richtig gespannt, wie meine Schwester das dann so findet. Also ich weiß gar nicht mehr, wie das bei mir war. Mama, bin ich das erste Mal nach Paris geflogen? Ja. Mit dir? Ja. Ja, und wie alt war ich da? So 9 oder 10, oder? Nein, 7. Achso. Habe ich da irgendwas vorher gesagt, dass ich Angst habe oder so? Ich weiß es gar nicht mehr, aber ich bin eh ein Erbsenhirn, deswegen. Und das ist mein Papa, der kommt auch mit. Hallöchen, Leute. Wir werden dich wieder so vermissen, unser Bibi. Auch mein Abend. Och. Ja, wenn ich wegfahre, vermisse ich den Sohn. Jetzt fliegen wir auch zu dritt weg, nur meine Mama bleibt hier. Schatz. Ja. Oh, Bibi. Wir sind jetzt on our way. Wie gibt es denn? Markuschelinur. Wir sind jetzt auf dem Weg einfach. Auf jeden Fall haben wir schon die erste Sache vergessen, deswegen sind wir gerade nochmal zurückgefahren, aber wir waren noch nicht so weit. Mal, wo holen wir uns gleich was zu essen? Ich hab Hunger. Puh, sich aus. Ich muss auch noch auf die Bank. Und dann fahren wir. Also, wir haben schon wieder ein bisschen Verspätung, sag ich mal so. Es ist 20 nach 10, wir wollten eigentlich noch ein bisschen früher losfahren, dass wir echt so um 12 dort sind. Ja, weil wir müssen Koffer abgeben und so. Genau. Oh, yo, are you excited? Ja. Jo. Ah, scheiße, ich hab den Checker vergessen. So Leute, wir sind am Flughafen. Wir sind echt richtig, richtig gut in der Zeit. Der Flieger geht jetzt in 2 Stunden. Wir gehen jetzt gleich rein. Dann mal gucken, wo wir hin müssen. Und dann noch was essen, weil wir ja eine Weile unterwegs sind. Und ja, Mayo, bist du excited? John, I'm so excited. Was? Excited. Excited. Die redet so British English. I'm so excited. I'm so excited and I just can't hide. Komm. Wir sind am Flughafen, haben auch schon unsere Boardkarten und haben die Koffer schon abgegeben.
Und wie sieht der Nervositätsstand bei dir aus, Vajo? Ah, geht noch. Keine Angst. Geht. Von 1 bis 10, 10 ist das Schlimmste. 5. 5? Okay. Würde ich mal sagen, die Hose ist noch nicht ganz so voll. Wir sitzen jetzt bei Mc's, haben uns gerade hier was bestellt. Was warten jetzt. Geholt? Zwei Happy Meal und von Papa Royal essen. Bayo und ich haben nicht so Hunger, wir haben nämlich eben auf der Fahrt schon gegessen, aber wir essen ja eigentlich so gut wie den ganzen Tag nichts. Deswegen dachten wir, gönnen wir uns nochmal Mc's, ne? Auf jeden Fall. Wir fooden jetzt erstmal und wollen hoffen, dass das bei der Bayo drin bleibt und nicht wieder oben rauskommt. Und Papa auch. Nein, das bleibt schon alles drin. So, wir sind jetzt on our way. Die sind eigentlich die Sitzplätze. Wie sind die Sitzplätze? Ah ja. Meine Schwester gerade so, boah, jetzt bin ich ja schon ein bisschen aufgeregt. Sitzen wir noch neben. Wir gehen jetzt erstmal die Sicherheitskontrolle, Leute, deswegen ich filme dann später weiter. Aber wie ist die Aufregung jetzt von 0 bis 10? Vorhin war es 5. 8. Oh, es steigert sich. So, Freunde, wir sind durch die Sicherheitskontrolle. Meine Schwester fliegt hier das erste Mal und deswegen war das für sie schon so ein bisschen komisch. Kennt ihr von TikTok diesen Tanz, wo die alle so machen? This next time is my favorite part. So, das kennt ihr doch, wenn ihr TikTok macht. Da macht doch diese, Daniel hat doch am Anfang so gemacht. Und meine Schwester stand original so in diesem Teil drin. Ich hätte das so gern gefilmt. Aber das ging ja nicht, sonst hätten die mir da was erzählt. Die waren nämlich da eh so freundlich. Auf jeden Fall geht es nur los. So, wie sieht die Angst jetzt aus? Naja, geht. Immer noch 8? Ja. Okay, es bleibt spannend, Leute. Wie sieht es jetzt aus? Immer noch auf. Ja. Wir sitzen auf unserem Platz jetzt. Wir sitzen uns natürlich selbstverständlich am Fenster. Halt, was passiert, dass sie dann schnell rausspringen kann? Kacke. So, wie sieht es jetzt aus? Immer noch so aufgeregt? Oder ja. Schlimmer? Boah, du findest hier mein Pinguin. Ja, geht immer noch. 8 oder schlimmer? Nein, 8. Okay, ich werde euch auf jeden Fall mitfilmen, wie wir losfliegen. Wie es sich verhält. Wie, willst du jetzt Kopfhörer reinmachen? Ja. Ja, dann mach Kopfhörer rein. Das ist der falsch. Bayo hat schon Kaugummi im Mund, weil sie Angst hat, dass sie Druck auf den Ohren hat. Ich schneide mich auch mal an. Wir haben schon eine Minute Verspätung. Ach, Scheiße, jetzt fliegt er auch noch rückwärts los. Was ist hier los? Und immer noch 8? Nein. Bei dir? Hm? Bei dir? Oh, alles gut. Wenn wir so fliegen, ist kein Problem. Wir heben heute ab. Der ist so schlecht. Mario kaut schon fleißig hier Kaugummi. Kaugummi? Immer noch 8? Hab ich gesagt? Was? Was für eine Situation ist wieder aufgestellt? Ich verstehe kein Wort. Nein, das geht rückwärts. Oh, doch. Das ist normal. Flugzeuge fliegen immer rückwärts. Ich glaube, bin ich. Spaß. Der muss erstmal hier raus und dann fährt er ein Stück. Da müssen wir erstmal auf die Bahn und dann geht's noch mal. Meine Lippen sind voll trocken. Ich bin Lippenpfleger. Immer noch 8? Hab ich gesagt, und Vajo? Immer noch eine 8? Ja, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass die ganze Zeit bei 8 ist. Hab ich doch gerade gesagt? Nein. Bei was denn? Weiß nicht. 9 oder 10? 9. Oder schon 10. Hey, du kannst auch nicht. Oh, Vajo, hat man doch eben eh auch gesehen. Ja, aber ich bin froh. Ja, die Aufgeregtheit. Die ist ja auch schon genervt. Das ist die Stalker-Kamera. Immer noch 9? Ja. Oder 10? Nein. Komm, gib zu. Nein, wirklich nicht 10. So, ist immer noch 9 oder 10? Nein, immer noch 9. Mit dem Doppelkinn. Hat er so gefragt, ob es noch ein Kollege ist, weil er so
zurückgehen? Zehn? Ha? Bei dir? Ja. Bei uns ist alles tutti. So, ich finde nachher nochmal Leute. So Leute, kurzes Update. Wir liegen hier jetzt schon eine Weile, wir haben schon 4:30. Und wir fragen jetzt mal meine Sister, wie es dir geht. Bio, wie geht's dir? Was? Wie geht's dir? Und wie war der Start? Auch gut. Hast du noch Angst? Nein. Gar nicht mehr? Okay. Also, habt ihr den ersten Flug von meiner Schwester mitbekommen? Also, er ist noch nicht ganz zu Ende. Ich werde euch auf jeden Fall noch filmen, wie wir landen und so, wie sie sich da gefühlt. Und ja, mein Papa und mir ist ein bisschen langweilig, weil. Aber ein bisschen langweilig ist schon. Ja, ein bisschen langweilig. Gut, ich hätte das gute alte Kartenspiel immer. Also. Ja, aber warum haben wir es nicht gemacht? Ja, weil vielleicht gibt es da jetzt für den Rückflug. Ja, muss man da jetzt drauf kommen. Andere spielen auf dem iPad, wir sehr Kartenspiel. Nee, sieht das bei dir aus? Wie ist es so? Wie ist es? Worden. Wie sieht das so aus? So Leute, wir haben es geschafft. Wir sind jetzt in unserem Hotelzimmer. Ich kann es euch ja mal kurz ein bisschen zeigen. Das ist zwar nicht Teil des Videos. Jetzt hat erst das erste Video geladen. Das heißt, es ist komplette Bambusleitung hier. Ja, das ist amazing. Schaut euch mal unsere Aussicht an. Ja, man sieht ja viel. Wartet, ich gehe mit euch raus. Pretty. Sieht es hier aus, aber wie gesagt, ich werde ja eh vloggen und euch erzählen, warum wir hier sind. Also wir sind in einer schönen Operation hier, aber ich habe nicht gesagt, was für eine. Aber das wird alles noch online kommen, keine Panik auf der Titanic. Wie war für dich das erste Mal fliegen? Warte mal, ich komme mal. Ich komme mal gar nicht. Ignoriert übrigens, wie wir aussehen. Kann ich nicht erstmal den Pickel hier schnell abdecken? Komm, bitte sag nur, jetzt. Bitte nur, die haben den eh schon heute gesehen. Nur schnell den Pickel. Der triggert mich richtig. Ich hab nur den Trigger gemacht. Okay, sie ist ready. She's ready. Sie sieht immer noch scheiße aus, aber der Pickel ist wenigstens weg. Okay, also, wie war das für dich, das erste Mal fliegen? Also, der Start war ein bisschen scheiße, weil das habe ich. Ich finde das nicht so gut. Ja. Weil da hatte ich auch Angst, weil das manchmal so gewackelt hat. Und dann hat sie so meine Hand genommen. Sie so. Weil, ja, das ist so schnell geflogen und dann hatte ich so Angst, weil das so dann gewackelt hat. Und manchmal ist das so geflogen, da habe ich gedacht, mein gleichen Looping, da habe ich auch richtig Angst gehabt. Und ich habe mich auch nicht abgeschnallt, weil ich so Angst hatte. Und ich fand das Landen besser. Ja. Aber der ist auch echt gut gelandet, muss man sagen. Also ich bin ja schon öfter geflogen und da waren schon manchmal so Piloten dabei, die echt nicht landen konnten oder es in dem Moment halt einfach schlecht war und du dir so dachtest, ach du Scheiße, jetzt bin ich auf jeden Fall auf dem Boden. Ja, aber es war
echt kein schlechter Flug. Es gab auch keine Turbulenzen oder so. Also es war alles Gucci. Alles Gucci, Mucci. Würdest du den Leuten empfehlen, zu fliegen oder Zug zu fahren? Wenn man jetzt zum Beispiel nach Berlin will oder nach Paris oder so. Naja, wenn so längere Strecken würde ich schon fliegen. Aber so kürzere Strecken, also Berlin würde ich zum Beispiel, glaube ich, Zug fahren, ja. Okay. Weil ja, Leute. Das nervt auch wegen diesem Druck auf den Ohren. Und dann kriegt man das nicht raus. Ich hatte so Ohrenschmerzen, ich habe das nicht rausgekriegt. Man musste sich erstmal richtig pusten. Und das hat auch voll weh getan. So Leute, ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir dieses Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Gebt dem Video super gerne einen Daumen nach oben, falls das der Fall war. Folgt meiner selbst drauf zu ihren Social Media Kanälen. Snapchat hier unten, Instagram da oben, TikTok da. In der Mitte, hier ganz fett überall. Ach, da bist du bereit. Meine Sestra könnt ihr auch folgen. Die heißt Violet_25.07 auf Insta. Aber müsst ihr nicht. Ihr könnt mir folgen, aber ihr müsst nicht. Okay, Leute, dann wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ihr macht irgendwie Geräusche. Und danke fürs Zusehen. Du hast das Zeug zum Super. 'Cause I don't even want your love, want your love, nah, nah. Want your love.